Ich hole sie. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, dass ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nicht. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Ernsthaft? Sowas. Boah. Netter das hier auf jeden Fall. Zack, zack. So nicht. Hier muss ein Ausgang sein. Sonst hätte Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Hier gibt es erstmal Waren. Waren sind ja wohl... Oh Gott, was war das? Was war das? Was sehen meine... Ah, eine schlechte Rüstung. Absurd. Ein Schalter, ein Hebel. Hier. Freie Stadt Nokomat. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsvierteln. Aber die... Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. Ein Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Ich bin überladen. Ja, natürlich. Immer bin ich überladen. Das Ding kostet 12. Pures Gewicht, sag ich euch. Pures Gewicht. Ich könnte ja mal bei Alchemie gucken. Vielleicht kann ich ja mal was herstellen. Ein blaues Mutagen zum Beispiel. Konnte ich hier nicht gerade noch was anderes herstellen? Raffharz des Weißen stellt einen Teil der Vitalität sofort wieder her. Ja. So. Tauchen wir mal ein bisschen. Tauchen gehen macht Spaß. Tauchen gehen macht Spaß. Da haben wir ja schon was. Zwei Truhen. Oh. Falsche Richtung. Juhu. So, und again. Ledersack. Gib Triss das Paket. Muss man hier im dreckigen Wasser schwimmen. Als nobler Hexer. Nicht auszudenken. Habe ich hier noch was bekommen? Ich habe eben so viele Zutaten gekriegt. Was sage ich? Zutaten. Dinge.
Ich denke nicht. Hallo, Tris. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Tja. Ich glaube, die haben ein kleines bisschen Krach. Nur so ein bisschen. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Gibt's ein Problem? Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Tris, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon und Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Du zahlst im Voraus. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Tja. Haben wir erstmal schön den Typ ausgenommen. Jetzt könnten wir eigentlich abhauen. Das wäre eigentlich so meine. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gerne in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten. Und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber. Und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Brandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Tris, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Scheiß. Oh. Ich liebe diese Konversation hier. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Gut, dass es zwischen uns keine Spannungen gibt. Bist du das oder tust du nur so? Ich frag direkt. Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß.
Aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Er hätte sich der Wahrheit stellen können. Jeder lügt dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert, aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Ich weiß es nicht. Das weiß ich noch nicht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Ich glaube, ich habe gerade die falsche Antwort gegeben. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Den Typen werde ich mir eigenhändig vorstellen. Auf ihn! Zack! Wie der Typ mir nicht mal einen Kratzer zu... Ich bin... Zack, Kopf ab! Der Saukerl hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. Ja, wir werden den sowas von finden. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Du solltest besser auf dich aufpassen. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Schön, dich wiederzusehen. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Ja, das machen wir doch glatt. Aber sowas von.